Das erste Buch Mose, Kapitel 37. Und Jakob wohnte weiterhin im Land der Orte der Fremdlingschaft seines Vaters, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er gerade mit seinen Brüdern inmitten der Kleinviehherde Schafe. Und da er noch ein Knabe war, war er bei den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Da brachte Josef ihrem Vater einen schlechten Bericht über sie. Und Israel liebte Josef mehr als alle seine anderen Söhne, denn er war der Sohn seines Alters, und er ließ ihm ein langes, gestreiftes, hemdartiges Gewand machen. Als dann seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, begannen sie ihn zu hassen, und sie vermochten nicht, friedlich mit ihm zu reden. Später hatte Josef einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Und sie fanden weiteren Grund, ihn zu hassen. Und er sprach dann zu ihnen: Hört bitte diesen Traum, den ich gehabt habe. Nun, hier banden wir Garben mitten auf dem Feld. Als sich, siehe, meine Garbe aufrichtete und auch aufrecht stand, und siehe, eure Garben sich dann ringsum stellten und sich vor meiner Garbe niederbeugten. Und seine Brüder begannen zu ihm zu sagen: Wirst du wohl gar König über uns werden, oder wirst du wohl gar über uns herrschen? So fanden sie neuen Grund, ihn wegen seiner Träume und wegen seiner Worte zu hassen. Danach hatte er noch einen anderen Traum, und er erzählte ihn seinen Brüdern und sprach: Seht, ich habe nochmals einen Traum gehabt, und seht, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Dann erzählte er es seinem Vater, wie auch seinen Brüdern, und sein Vater begann ihn zu schelten und zu ihm zu sagen: Was bedeutet dieser Traum, den du gehabt hast? Werden wohl gar wir, ich und auch deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder wurden eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater bewahrte das Gesagte. Seine Brüder gingen nun hin, um die Kleinviehherde ihres Vaters nahe bei Sichem zu weiden. Nach einiger Zeit sprach Israel zu Josef: Deine Brüder hüten Kleinviehherden nahe bei Sichem, nicht wahr? Komm und lass mich dich zu ihnen senden. Darauf sagte er zu ihm: Hier bin ich. So sprach er zu ihm: Geh bitte, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Kleinviehherde, und bring mir Bescheid. Damit sandte er ihn aus der Tiefebene von Hebron weg, und er ging Sichem entgegen. Später fand ihn ein Mann, und siehe, er irrte auf dem Feld umher. Dann erkundigte sich der Mann bei ihm, indem er sprach: Was suchst du? Darauf sagte er: Meine Brüder suche ich. Teil mir bitte mit, wo hüten sie die Kleinviehherden? Und der Mann fuhr fort: Sie sind von hier aufgebrochen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan gehen. Somit ging Josef weiter seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan.
Nun erblickten sie ihn aus einiger Entfernung, und noch ehe er zu ihnen herankommen konnte, begannen sie arglistig einen Anschlag gegen ihn zu planen, um ihn zu Tode zu bringen. So sprachen sie zueinander: Seht, da kommt dieser Träumer. Und nun kommt und lasst uns ihn töten und ihn in eine der Wassergruben werfen. Und sagen wir, ein bösartiges wildes Tier habe ihn gefressen. Dann lasst uns sehen, was aus seinen Träumen werden wird. Als Ruben das hörte, suchte er, ihn aus ihrer Hand zu befreien. Somit sprach er: Lasst uns seine Seele nicht totschlagen. Und Ruben sagte weiter zu ihnen: Vergießt kein Blut, werft ihn in diese Wassergrube, die in der Wildnis ist, und legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aus ihrer Hand befreien, um ihn zu seinem Vater zurückzubringen. So geschah es, dass sie, sobald Josef zu seinen Brüdern kam, Josef sein langes Gewand auszogen, ja, das lange gestreifte Gewand, das er anhatte. Danach nahmen sie ihn und warfen ihn in die Wassergrube. Zu der Zeit war die Grube leer. Es war kein Wasser darin. Dann setzten sie sich nieder, um Brot zu essen. Als sie ihre Augen erhoben und schauten, nun, da war eine Karawane Ismaeliter, die von Gilead herkam, und ihre Kamele trugen Ladanum und Balsam und harzreiche Rinde auf ihrem Weg, um es nach Ägypten hinabzubringen. Darauf sprach Juda zu seinen Brüdern: Was für ein Gewinn wäre es, falls wir unseren Bruder töteten und sein Blut zudeckten. Kommt und lasst uns ihn an die Ismaeliter verkaufen und unsere Hand nicht an ihn legen. Er ist ja doch unser Bruder, unser Fleisch. Da hörten sie auf ihren Bruder. Nun gingen Männer, midianitische Kaufleute, vorbei. Daher zogen und hoben sie Josef aus der Wassergrube herauf und verkauften dann Josef für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Schließlich brachten diese Josef nach Ägypten. Später kehrte Ruben zur Wassergrube zurück und siehe, Josef war nicht in der Wassergrube. Daher zerriss er seine Kleider. Als er zu seinen anderen Brüdern zurückkehrte, rief er aus: Das Kind ist weg. Und ich, wohin soll ich denn gehen? Sie jedoch nahmen Josefs langes Gewand und schlachteten einen Ziegenbock und tauchten das lange Gewand wiederholt in das Blut. Danach sandten sie das lange gestreifte Gewand hin und ließen es ihrem Vater bringen und sagen: Dieses haben wir gefunden. Untersuche bitte, ob es das lange Gewand deines Sohnes ist oder nicht. Und er ging daran, es zu untersuchen, und rief aus: Es ist das lange Gewand meines Sohnes. Ein bösartiges wildes Tier muss ihn gefressen haben. Josef ist bestimmt zerrissen worden. Dabei zerriss Jakob seine Überwürfe und legte Sacktuch um seine Hüften und hielt viele Tage Trauer um seinen Sohn. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich wiederholt auf, ihn zu trösten. Er aber weigerte sich immer wieder, sich trösten zu lassen, und sprach: Denn ich werde trauernd zu meinem Sohn in den Scheol hinabfahren. Und sein Vater fuhr fort, um ihn zu weinen. Die Midianiter aber verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten Pharaos, den Obersten der Leibwache.